Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Halbzeit im Spiel Bochum gegen Greuther Fürth. Und wir haben Anstoß. Ah, was mache ich denn da? Ich habe irgendwie noch Probleme. Also diesen Anstoß kriege ich irgendwie nicht hin. Boah, danke schön. Passen zu Korkmaz, aber der verliert ihn gleich wieder an Müller. Müller. Ah, Maltritz. Korkmaz. Azuak. John These. Nein, nicht gut. Aber Saglik hat ihn trotzdem. Schickt Federico. Kriegt er nicht mehr. Ein kleines bisschen zu lang. Uns raus. Federico. Saglik. Schon. Ich würde schon sagen, es war garantiert Abseits. Ja, wenn es knapp war, es war Abseits. Boah, stark gemacht auf Müller. Haben das Nachsehen, Kontra. Müller, alter Schlechteste. Da hätte er lieber in die Mitte spielen sollen. Ah, okay. Ja, hier. Böhne. Federico. Boah, stark gemacht. Azuak. Jetzt sitzt hier jedes Kombinationsspiel. Ah, These, Petkovic. John These holt sich ihn wieder. Nico Müller. Ist er Nico? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Müller. Geschickte Verteidigung gegen den Ball. Saglik. John These. Ah, Federico. Auf Maier. Saglik. Fast. Stark gehalten. Oder besser gesagt, nicht gut geschossen. Also man hätte ihn besser machen können. Konter. Konter. Drüben war Saglik. Den hat er gesehen. Und Dabrowski. zurückgespielt. Boah. Staubsauger. Korkmaz. Da sind sie zum Korkmaz. Starker Reingabe. Falkenberg. Und Dabrowski. Überall ist er wieder. Überall. Dann. Sie spielen ihn zurück in Eggimann. die eigene Verteidigung. Kaplan. Alesic. Und wieder ran. Geht alles nur über die linke Seite. Vielleicht ein Nachteil. Vielleicht sollten sie über die andere Seite auch mal versuchen. Alesic. Nöte kriegt ihn nicht. Saglik. Azuak. Saglik. Korkmaz. Starker Pass. Zeit zum Auswechseln. Hat er eh. Sie wechseln auch schon aus. Das sehen wir. Vogt für. Azuak. Ich glaube, Vogt, der war defensiv, ne? Ja, defensiv zentral. Dann können wir ein bisschen weiter nach vorne packen, weil wir wollen ja nicht völlig in Abwehr. Federico geht auch aus. Und Koplin kommt rein für Gonča. So, Max Grün. Heißt er, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir immer nicht bei dem Vornamen. Ich weiß zwar, dass er dieser einigermaßen, aber nicht ganz. Also ich verwechsel auch manchmal irgendwelche Namen. Alesic. Gonča, macht das stark. Korkmaz. Mit einer starken Partie. Korkmaz. Ah, nicht gut. John These hat ihn. Dabrowski. Saglik und Federico wird auf die Reise geschickt. Federico! Da ist erneut die Chance. Ah! Nicht gut. Es ist noch nicht Wöhnig. vorbei. Wieder Federico. Jetzt könnte er flanken. Vielleicht jetzt Federico. Korkmaz verpasst. Und Zeit zu wechseln. Drei Warmreihen. Die nur ein. Ah, unter Bedrängnis klärt er ihn ins Aus. Korkmaz. Vogt. Koplin. Ah, stark gedacht, aber das kann er nicht kriegen. Der neue Schani. Gabler. Neri. Gabler. Versucht sich viel einzusetzen. Wird auch immer wieder von den Mitspielern angespielt. Eggimann. Müller.
Auch viel unterwegs heute. Lute. Oh, oh, oh. Haben wir da jetzt nicht gerechnet. Hauen wir erstmal raus. Eggimann. Jong These. Eggimann klärt ihn raus. Nering. Ja, hier. Schön. Schön geholt. Jong These. Saglik. Ah, hat sich Aydin schon umgedreht und wollte in die andere Richtung. Noch 10 Minuten. Vogt. Stark. Saglik. Doch Vogt. Ja, war nicht gut. Jetzt flankt er selber rein. Mario Saglik. Rüd kann ihn nicht festhalten und regt sich auf. Ja, da wollte ich eigentlich passen, oder holt er sie ihn selber zurück und macht sie einfach selber, Saglik. Und Grün mit Unsicherheit. Aber Ecken habe ich immer noch nicht drauf. Aydin, nee. Aydin. Ja, hier. Maltritz 3-0! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist anscheinend so, wenn ich die Gegner hochspiele, hochstelle, werde ich auch stärker. Oh ja. Naja, zwar nicht eine direkte Ecke, aber mal was aus einer Ecke gemacht. Maltritz legt sich schön auf rechts rüber. Zieht den Gegner schön rüber, legt sich dann auf den anderen Fuß und hämmert ihn ins andere Eck. Bisschen kompliziert jetzt gesprochen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Leute. Wolter führt. Am Boden. Also kein gutes Spiel gemacht. Sie haben immer wieder versucht, immer wieder über Kaplan, Rahn und Müller. Versuche immer wieder Alesic zu schicken. Bönig. Schön. Vogt. Korkmaz. Vogt. Ich muss ihn so langsam einwöhnen, weil Dabrowski spielt ja nicht mehr lange. Aber ich versuche ihn schon immer wieder mal zu bringen. Korkmaz gegen Rahn. Wir werden da noch letzten 3 Minuten. Und unser zweiter Sieg in Folge. Oh, schön gespielt. Aber Koblin hat noch Kraft. Und holt den Einwurf raus. Koblin. Korkmaz. Ah, nicht gut gemacht, Müller. Aber da steht gar keiner. Maltritz. Vogt. Und das war's. Und das war's. Wir gewinnen 3-0 im Playmobil-Stadion, heißt das, glaube ich, noch. Ich glaube, ich müsste immer noch Playmobil-Stadion heißen. Auf jeden Fall in Fürth. 3-0. Und der erste Tor, da war ja ganz stark. Gucken wir mal kurz auf die Spielstatistiken. Ja, im Grunde kann man sagen, verdient. Haben kaum Akzente, also ab und zu mal, aber es war eben nicht gefährlich genug. Oh, hier, wunderbar. Bedanke zurück. Und Asorg macht das auch klasse. Zieht einmal die ganze Abwehr auf sich. Okay. Damit gewinnen wir, gucken, was unsere Konkurrenz macht. Berlin ist vor uns, das weiß ich. Die haben 2-0 gewonnen. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube Duisburg war erster, oder? Die haben jetzt gespielt gegen Ingolstadt. Sind sogar, sind 14. Ich würde sagen, die sind letzter. Aber sind sie ja doch nicht. Okay, wir sind wieder oben dabei. Wir haben nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenersten. Aber hinter uns ist eine heiße Verfolger, ja. Sind heiße Verfolger. So. Das war doch mal ein sehr schönes Spiel und jetzt geht's Pokal nach Köln. Also die erste Pokalrunde gegen Wolfsburg war ja schon der Hammer. Wenn es nur ansatzweise so stark ist wie gegen Köln. Ach du Scheiße. Oh, sie haben nicht einen neuen Schwacke. Ah ja, stimmt. Rensing gab's nicht. Und den wollte ich nicht erstellen. Ja, ist ärgerlich. Naja, was soll's. Wo haben sie denn... Novakovic lassen sie draußen. Na gut, na gut. Ein Schörer. Hoffen wir, das machbar ist. Was haben sie denn? Sie gehen Feuerstärke ins Spiel. Zurzeit liegt die auf Platz 18 der Bundesliga. Also, sie müssen gewinnen. Sie setzen eigentlich alles auf den Pokal.
Und ja, wir sehen hier nochmal in den schönen Optionen. Einstellung, Profi, falls ihr es nicht geglaubt habt, da, so. Damit verabschiede ich mich schon aus diesem Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es im DFB-Pokal gegen den FC Köln geht. Bis dahin, ich bin Doom und bleiben Sie sportlich.